Seit 1835 trägt Josef Frey EU als Fachgeschäft für Eisenwaren, Werkzeug, Garten und Haushalt entscheidend zur Qualität der Nahversorgung in Ebensee bei. Welche Probleme das Traditionsunternehmen durch die Sperre der Traunbrücke vor fast 3 Jahren hat, diskutiert Inhaberin Hildegard Lahnsteiner mit Martin Ettinger, dem Obmann der WKO Gmunden. Seit der Sperre der Traunbrücke vor knapp 3 Jahren hat sich für uns die Situation komplett geändert. Wir waren zuerst an einer vielbefahrenen Einkaufsstraße und von einem Tag auf den anderen war das praktisch dann die Sackgasse und das Ende. Und das haben wir natürlich gespürt in der Kundenfrequenz. Sie ist stark zurückgegangen. Wir haben eigentlich nur unseren Mitarbeiterstand halten können aufgrund dessen, dass wir eben einen Online-Shop haben. Und sonst würde das ganz anders ausschauen und es wäre die Mitarbeiterzahl sicher geringer und es wäre auch das Sortiment anders. Genauso wie Frey hatten zahlreiche weitere Unternehmen, vor allem Handelsbetriebe, mit der Brückensperre zu kämpfen. Parallel dazu haben sich zuletzt aber auch junge, innovative und kreative Unternehmen in Ebensee angesiedelt. Die Ebenseer Wirtschaftsbetriebe stehen massiv unter Druck. Sie haben die Infrastrukturprobleme, die wir in den letzten Jahren da gehabt haben, aber aus meiner Sicht perfekt gemeistert. Der Neubau der Brücken, man spürt es wieder, es ist richtig Aufbruchstimmung da. Und jetzt ist es natürlich an der Zeit, dass es nicht nur Lippenbekenntnisse gibt. Daher hofft WKO-Obmann Ettinger auf tatkräftige Unterstützung der Gemeinde für Initiativen der lokalen Unternehmen. Wir hoffen sehr stark, dass sich natürlich die Marktgemeinde Ebensee finanziell beteiligt für Strategieentwicklung zur Belebung des Ortskerns von Ebensee. Und um die Trendwende zu erreichen, ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass sie die Politik und die Wirtschaft, dass die einen Schulterschluss macht, weil dann schaffen wir es, dass wir Ebensee nachhaltig verbessern bzw. den Wirtschaftsstandort stärken.